Wenn Sie glauben, Samstag und Sonntag ist mir Fahrt, dann täuschen Sie sich. Ich heiße Kamis, bin 27 Jahre alt, bin einer der Co-Founder von Whatchado und zuständig für das Marketing. Ich war selbst orientierungslos und plötzlich gab es da eine Berufsorientierungsplattform namens Whatchado, die genau Menschen wie mir, die halt nicht wissen, was sie aus ihrem Leben machen möchten, hilft. Ich habe das Konzept super gefunden, ich habe das Team super gefunden und also okay, das mache ich, weil das, wenn ich durch Whatchado mein eigenes Problem löse, schaffe ich es auch anderen Menschen, denen es genauso geht, zu helfen. Das war dann die eigentliche Motivation dahinter. Also ich bin nicht zu Whatchado gekommen, damit das eine lokale Plattform bleibt, eine österreichische Plattform. Mein Ziel war es, Whatchado in die Welt hinauszuführen. Sehr ambitioniert sein, sehr ehrgeizig, nicht aufgeben, immer weitermachen, nicht die Hoffnung verlieren. Und wenn du Fehler machst, machst du Fehler, ist wurscht, lern einfach draus. Wir sind eine Internetplattform, aber unser Business ist eher oldschool in diesem Sinne, weil wir gehen zu Menschen hin, interviewen sie. Wir haben ein standardisiertes Frageset, 7 Fragen. Jedem werden dieselben Fragen gestellt, egal ob du jetzt ein CEO bist, ein Präsident oder ein Praktikant. Das heißt, das Ganze wird vergleichbar und macht das auch authentisch. Und das ist einer unserer Stärken. Die Leute glauben uns. Die glauben, wenn sie auf Whatchado gehen, dass sie wirklich authentische Berufsinformationen bekommen.